Einen wunderschönen Sonntag. Willkommen zurück bei Heiki mit Level 80. Ist es so schön, das sagen zu können. Nicht mehr 79 sagen zu müssen. Aber wir springen rein ins letzte Level. Die ersten 5 Minuten habt ihr in der letzten Episode schon sehen können. Wir müssen hier runter, dann hier knapper Sprung rüber an eine grüne Plattform, dann hoch auf eine blaue Plattform, dann hier runterfallen. Problem hier ist, es sind da unten noch weitere Laser. Das heißt, ich muss im richtigen Takt die richtigen Farben aktivieren. Mal gucken, wie mir das gelingen wird. Wir spielen natürlich bei 100% Geschwindigkeit weiterhin. Und erst, wenn ich länger an dem Level sitze, werde ich wieder die Geschwindigkeit reduzieren und es mir damit einfacher machen. Aber vorher möchte ich das eigentlich schon hier runter schaffen, ohne die Geschwindigkeit verringern zu müssen, um zu sehen, was da unten Großartiges passiert. Bis dahin erstmal viel Spaß bei der Episode und los geht's. Verdammt. Ärgerlich. Falscher Moment, die Farbe geswitcht. Naja, da muss man wirklich schnell drücken, um da durchzukommen. Aber zweimal in Folge durchgekommen, also nicht so schlecht. Okay, wir sind einmal durchgefallen. Problem ist, da rechts ist nochmal eine kleine Plattform gewesen oder eine kleine Fläche, wo ich landen muss. Ich weiß aber nicht, wie ich das von hier mit einem Doppelsprung dann machen soll, weil ich falle einfach nur durch und da im richtigen Moment rantappen wird schwer sein. Deswegen, zum letzten Mal für Heiki gibt es nun wieder eine Zeichnung, wo wir den Plan durchgehen, wie das Level aussehen wird und was ich wohl wo zu machen habe. Also, kurzer Moment. So, hier haben wir das gesamte Level. So, mehr oder weniger. Nicht schön gemalt, aber egal. Alles, was rund ist, sind Spikes. Und der Start ist ja klar. Wir springen hier runter, springen hier gegen, gehen hier durch, gehen hier rüber, gehen hier hoch. So, der Punkt, an dem ich also jetzt bin, ist hier rechts oben. Ich muss hier runterfallen. Muss immer rechts drücken, dann switche ich nämlich von blau auf rot. Dann, wenn ich hier durch bin, eben wieder rechts drücken, dann ist rot aktiviert, hier drücken, rechts ist grün aktiviert, hier ist blau und so weiter und so fort. So, da ich aber hier aktuell einen Doppelsprung brauche, das heißt, ich mache hier einen kleinen Hüpfer, würde ich hier einfach nur in den Tod fallen, weil hier unten Spikes sind. Das heißt, ich muss diesen Sprung von der Plattform in den Tunnel mit einem Sprung schaffen, was eventuell möglich ist, hier verdammt knapp durchziehen, damit ich einen weiteren Sprung habe, wenn ich hier durchfalle, um dann eben auf der Höhe zu reagieren, hochzuspringen, an der Wand zu landen, um weitermachen zu können. Oder die wahrscheinlich bessere, aber deutlich schwerere Lösung ist hier einen Dreiersprung machen. Wenn ich hier hochgehe, hier abspringen, Sprung, Sprung, damit ich meinen dritten Sprung habe, um hier zu landen. Wenn ich hier unten bin, hier gelandet bin, muss ich hier runter, hier an Rot kommen, den holen, muss im Prinzip, wenn ich den Key habe, direkt grün, ich kann sogar einfach direkt grün aktivieren, wenn ich am grün aktiviert lassen, ich brauche einfach nicht wechseln. Wenn grün aktiviert bleibt, ist hier hinten das Ding da und hier unten der Weg ist frei. Ich muss hier natürlich Rot aktivieren, um hier landen zu können, dann aber, wenn ich den habe, wieder hier runterkommen und dann hier durch, nach dem Absprung grün aktivieren, damit der Laser mich hier nicht erwischt. Hier durchfallen, hier langlaufen. Wenn ich zwischen den beiden Dingern bin, rot aktivieren. Weil da bekommt mich der Laser später auch nicht. Ich kann hier durchlaufen durch grün. Dann ist rot aktiviert. Das heißt, der Laser hier geht durch, weil die grüne Plattform nicht da ist. Also muss ich dann, wenn ich durch bin, grün aktivieren, um den Laser aufzuhalten. Wenn ich hier bin, rot aktivieren. Wenn ich dann gesprungen bin, hier bin, blau aktivieren, damit ich hier stehen bleiben kann. Der Vorteil ist, ich kann natürlich hier unten einen Checkpoint setzen, damit ich den gesamten Kram da oben nicht immer wieder machen muss. Werde ich auch tun. Und wahrscheinlich werde ich mir hier sogar noch einen Zwischencheckpoint setzen. Wobei es von hier einfach nur ist, hochspringen, rot aktivieren. Wenn ich hier bin, grün aktivieren.
Und dann eigentlich nur springen und beim Moment des Losspringens rot aktivieren und dann hier ins Ziel, weil das hier oben ist. Das ist der Plan. Damit ihr wisst, wie es nun weitergehen soll. Mal gucken, wie lange ich brauche, um das umzusetzen. Verdammt, ich hatte den Dreifachsprung hinbekommen. Aber dann links gedrückt statt rechts. Ich hatte den Dreifachsprung hin. Ich hätte es jetzt wirklich hinschaffen können. Ärgerlich. Ja, okay, okay, okay. Verdammt! Aber ich bin durch. Und ich bin direkt unten gelandet, wie ich es wollte. Nur dann habe ich es halt vermasselt. Verdammt! Ich kam jetzt mehrfach da durch, aber bin immer unten an diesem unteren Laser, dem blauen, gestorben, weil ich dann den Sprung vergessen habe oder weil ich vergessen habe, blau wegzumachen. Eins von beiden war es immer. Aber ich komme da regelmäßiger hin und damit kommt der Flow rein. Ich muss nur noch diesen unten diesen Sprung richtig hinkriegen und dann den Schlüssel kriegen, dann unten landen, Safe Spot machen und ins Ziel gehen. Also, der Plan steht. Okay. Das war weniger, okay. Verdammt! Der war gut. Der war richtig gut. Ärgerlich, ich bin nicht mehr rausgekommen. Aber immerhin, ich kam schon mal an den Key. Jetzt ist der nächste Schritt eigentlich leicht. Nur noch da rauskommen, unten speichern und dann ins Ziel gehen. Ziel ist, unter einer Stunde dieses Level zu schaffen. Hohes Ziel, mal gucken, ob ich es einhalten kann. Wow. Ich bin zu kurz gesprungen. Verdammt! Ich hätte sowieso den falschen aktiviert. Ich hatte blau aktiviert und wäre dann in den Laser reingesprungen. Aber ich war so nah dran und davor auch schon 3, 4 Versuche, die ich jetzt rausgeschnitten habe, wo ich da gut durchkam, nur immer wieder bei den Sprüngen links Richtung rote Plattform gestorben bin. Aber ich komme ran. Die Zeit rennt mir auch ein bisschen davon. Ich glaube, mein Ziel war ein bisschen zu ambitioniert, unter einer Stunde zu bleiben. Eine Viertelstunde habe ich noch. Yes! Yes, yes, yes. Jetzt stelle ich mich bis hierhin. Und speicher. Den Punkt speichere ich mir. So, rot aktivieren, hier durch. Jetzt kann ich grün aktivieren. Und wenn ich durchgesprungen bin, rot aktivieren. Und dann blau aktivieren, also zweimal rechts drücken. Zu früh. Aber immerhin, wir sind jetzt hier. Ich glaube, ich sollte sogar... Na egal. Ob ich da oder da einen Speicherpunkt mache, glaube ich, nimmt sich nicht viel. Jawohl. Rot aktivieren, dann grün aktivieren. Ich speichere ja nochmal. Mir egal. Ich bin jetzt hier. Ich werde das unter einer Stunde schaffen. Rechts müsste das sein. Genau, rechts, okay. Verdammt, bisschen höher. Ich glaube, ich muss mich halt hochziehen. Okay, jetzt runter und rot. Durch! Unter einer Stunde, 52 Minuten hat es gedauert. Ich bin durch mit dem Spiel. Yes! Mann, es hat so lange gedauert. Speziell einzelne Passagen waren einfach eine Katastrophe. Aber wir sind durch und wir kommen jetzt damit zum Ende der Geschichte, weil es gab ja eine Storyline. Vielleicht habt ihr es vergessen in den
was weiß ich, wie vielen Stunden, die inzwischen vergangen sind, seitdem der letzte Storyteil kam. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Du hast mich viel zu lange warten lassen, aber du jetzt endlich hier bist, kann ich dich endlich zu meiner Trophäenwand hinzufügen. Du hast genügend Zeit, um all diese Köpfe kennenzulernen. Sind das die, die ich jetzt alle hinterlassen habe mit meinen ganzen Toten? Alle von ihnen haben sich über mich lustig gemacht, weil ich keinen Kopf habe. Deswegen habe ich ihn, ihren genommen. Ist ein bisschen dark, oder? Der Frosch. Hey, ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass du nicht durch meine Fenster springen sollst. Gut, dass ich dich erwische, Quack. Ich werde dir helfen, meinen bösen Bruder zu vermöbeln. Böse? Wir müssen ihn nicht vermöbeln. Warte, du kannst sprechen? Natürlich kann ich sprechen. Zurück zu meiner Idee. Vielleicht könnten wir alle zusammen zur Stadt gehen. Nein. Und sie davon überzeugen, dass du gar nicht böse bist. Du bist es nur leid, dass man sich lustig über dich macht. Wir können es immerhin probieren, ansonsten vermöbeln wir ihn, Quark. Ihr werdet mich niemals kriegen. Puh. Okay, ich komme mit euch. Bitte beruhigt euch, Quark. Wir sind nicht hier, um euch zu verletzen. Bitte hört dem kleinen Marshmallow zu. Liebe Dorfbewohner, bitte denkt darüber nach, wie ihr den Baron seht. Ich weiß, ihr macht euch über ihn lustig, weil er keinen Kopf hat, aber das macht ihn nicht anders als euch. Wie wäre es, wenn wir jetzt ein großes Fest feiern? Ihr werdet sehen, wie lustig und nett der Baron ist. Wir hatten schon seit Jahren keine gute Party mehr. Lasst es uns versuchen. Am Abend. Hey, was ist mit meinem Körper? Entschuldigung. Du hast du recht. Gib mir bitte eine Sekunde. Hey, wir sind wieder komplett. Heiki, danke schön fürs Spielen. Ich bedanke mich bei den Entwicklern, bei Richard dafür, dass er mir den Key zur Verfügung gestellt hat. Es hat riesen Spaß gemacht, auch wenn es eine unglaublich lange Last war, speziell zwei Level, Level 59 und 79. Vielen Dank auch an die Übersetzer. Ich lasse einfach den Ganze jetzt hier laufen. Damit es eben gut läuft und damit alle den entsprechenden das entsprechende Lob bekommen, was sie verdient haben. Es hat wirklich Spaß gemacht, auch wenn ich in manchen Leveln wirklich verzweifelt bin und sehr viel geflucht habe, was ich dann rausgeschnitten habe, weil es gab viel rauszuschneiden, wie ihr euch vorstellen könnt. Und vielen Dank natürlich auch an Meth Dragon, weil ohne ihn wäre ich nicht durchgekommen. Das darf man nicht vergessen. Er hat einige Hilfen geleistet bei Leveln, wo ich nicht weiterkam. Dass man Checkpoints setzen kann, wusste ich nicht. Das habe ich gelesen in einem Forumsbeitrag und auch von ihm nochmal erwähnt bekommen. Und natürlich mit der Verlangsamung, weil sonst würde ich immer noch an Level 79 hängen. Bevor wir jetzt hier das Ganze beenden, ganz kurz noch ein Shoutout, wie gesagt, zu Meth Dragon. Er ist der Einzige, der bisher einen Speedrun gemacht hat. 50 Minuten hat er gebraucht. Sein besserer Speedrun war 43 Minuten. Der wurde leider nicht gezählt. Da gab es Probleme beim Spiel. Aber er arbeitet dran. Seine Gesamtsumme aller Level beträgt unter 17 Minuten, wenn er nur die Zeit der Level benutzt. Sein Ziel ist es, unter 1000 Sekunden zu kommen. Da fehlen ihm noch 17 Sekunden, das wird schwer. Aber ich denke, er wird es schaffen. Denkt dran, Meth Dragon, der Link zu seinem Kanal in der Videobeschreibung. Schaut vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie es einen Anführungszeichen Profi macht. Und ein bisschen Statistiken. In meiner Spielzeit starben 30.924 Marshmallows. Ich habe 105.010 Mal die Farben gewechselt insgesamt. Gesamtstatistik 2 Stunden reine Spielzeit, also nur Level-Spielzeit. Insgesamt meine Spielzeit deutlich länger. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, wünsche euch einen wunderschönen Tag, hoffentlich bis zum nächsten Projekt und auf Wiedersehen.